Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Astrox Imperium. Ja, ich muss sagen, ja, das Spiel macht mir richtig, richtig viel Spaß, denn ich habe jetzt auch schon 514.000 Credits, also ich habe ja auch in der letzten Folge erwähnt, ich werde noch ein bisschen offscreen noch etwas spielen, damit ich mir auch das eine Schiff kaufen kann, das mich hier 483.000 Credits kostet, denn es hat ja vier passive, ne, aktive, ne, das sind aktive, das sind passive Türme, hat einen Bonus von 3%. Ich glaube, das andere Schiff hatte einen Bonus gehabt von 5%. Aber naja, kann man nichts machen, Hauptsache günstig. Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen uns dieses kleine Schiffchen, genau, auswählen. Und ich will es nicht direkt verkaufen, denn ich will es fliegen. Und bupp. Wir haben es ausgewählt. Jetzt könnten wir halt hingehen und das andere Schiff verkaufen. Aber ich muss mal ganz kurz nachschauen, ob wir nicht hier noch irgendwas haben. Ja, wir haben noch hier die Blaupausen. Die möchte ich gerne noch einmal hier reintun. Und dann wieder mal einmal wechseln auf Shipyard, Shipdock und dort hinein. So. Gut. Denn. Ich habe hier nichts mehr da. Wir kaufen für dieses Schiff erstmal ein paar Waffen. Ich würde erstmal hingehen und wahrscheinlich auf die Laser gehen. Der ist billiger, macht mehr Schaden. Der ist teurer, macht weniger Schaden. Okay, der ist auch langsamer. Der hat eine Zyklusrate von 7. Der von 1,5, da würde ich sagen, wir nehmen uns zwei Stück davon. Genau. Und auch ein paar Miner, für wieder ein bisschen Minern zu gehen. Proto-Active-Scanner. Das ist ein aktiver Modul. Schaut, wie hier irgendwo... ein Spotlight, okay. Ein Torpedo-Launcher. Das wäre eigentlich auch eine gute Idee, mit Raketen anzugreifen. Single Launcher, 20 Schaden. Torpedo Launcher, 100 Schaden. Reichweite, 500. 500. Turn Rate, 35. Der hat einen Dreier. Gute Frage. Ich nehme mal zwei Laser mit. Beste Kleinminer, genau. Und wir nehmen noch zwei Raketen mit. Achso, ich habe den Skill nicht. Ja, ich habe ja noch nicht den Skill. Okay. Halb so schlimm, halb so schlimm. So, dann gehen wir zur Garage. Setzen hier unsere Miner hinein. Und die Laser. Jetzt muss ich mal nachschauen. Passive Slots. Was wir dort alles haben an schönen Sachen. Oh. Basic Mass Reduction. 5%. Das heißt, das Schiff wird ein bisschen wendiger. Basic Turn Command Bay. Eine Drohne können wir mehr steuern. Also plus 100%. Ah, da hat aber nicht viele. Viele passive Slots. Wir fliegen mal zu einer anderen Station, weil wir sind hier noch auf dieser Anfängerstation. Wir fliegen mal nach Vett. Oh. Das. Erst wieder alles öffnen. Oder, ja komm, wir fliegen mal nach Vett. Ja, das Schiff ist deutlich langsamer als das andere. Also alleine schon der Boost. Der liegt jetzt hier bei... Was, glaube ich, irgendwas mit 400 gewesen. Wir machen mal den Game Speed etwas höher. Ich hoffe mal, es kommt in der nächsten Zeit auch ein Patch heraus. Mit, sag ich mal, einem Hotkey für die Geschwindigkeit einzustellen. Also Spielgeschwindigkeit. Also hin und wieder mal auf Escape drücken und dann immer die Geschwindigkeit einzustellen. Ja,
Aha. Hier sind Raiders. Hier sind zwei Stück. Wir greifen dies auch an mit diesen Teilen hier. So, wir stellen auch die Geschwindigkeit wieder zurück auf einfach. Bin ich überhaupt am Aufnehmen? Ja, ich bin am Aufnehmen. Ups. Gut. Nein, nein, ich will nicht unbedingt Gas geben. Ich brauche meine Energie, denn ich weiß nicht mit diesen Lasern. Oh ja, gut, okay. Schilde sehen gut aus. Ach, das sind Laser. Das sieht für mich aus wie, wie soll ich sagen, Plasmakanonen. Ich denke mal, mit vier Lasern wäre ich gut dabei gewesen. Aber ich muss definitiv noch was machen mit meinen Schilden. Dass ich diese auch. Ach, da fliegen schon die Fetzen. 39% Schilde noch. % Schilde. Ja, ich muss den Schaden ein bisschen erhöhen. Oder beziehungsweise meine Schilde ein bisschen hoch pushen. Aber das Schiff hält definitiv mehr aus als das andere, klar. Und das sage ich mal als kleines Miner-Ship. Als Utility-Miner. Komm, zerstör ihn. Jawohl, sehr schön. Wir nehmen unsere Fracht. Jawohl, alles mitnehmen. Und wo ist der nächste Jäger? Da. Zerstören. 16% Schilde. Passt. Ich denke mal, der wird uns jetzt nicht so schnell bisschen auf den Keks gehen oder uns noch auf 14%. Ab und zu greift er noch an. Die Energie. Ja. Ja, der scheint uns mit einer 20 mm anzugreifen. Muss mal schauen, dass ich irgendwie noch die Energie, besonders jetzt bei längeren Kämpfen, wird das doch ein bisschen knapp mit der Energie, dass ich dort noch ein bisschen ein paar Skills noch reinhaue. Ja, jetzt ist es aus. 5% Schilde noch. Ja, das Schiff ist relativ sehr, sehr träge. Ah, ein Treffer, okay. Und noch einmal, komm. Ja, sehr schön. So, jetzt sind meine Schilde down. Er greift jetzt an meine Hülle an. Ich denke mal, hier kann man jetzt da ein bisschen höher gehen mit der Geschwindigkeit. Ich habe jetzt hier nichts Großartiges zu verlieren. Es ist nur ein Jäger. Er greift mich jetzt da zwar hin und wieder noch an. Kann das sein, dass er mit der höheren Geschwindigkeit nicht so treffsicher ist? Können ihn anfunken. Naja. Wir können ihn anfunken. Okay. Okay, er. Na, wie sagt. Ah, ne, doch nicht. Ich dachte, ich habe jetzt nicht gelesen, was er genau wollte. Ich dachte, er würde aufgeben. Gut, dann machen wir sie schneller.
Okay, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also er würde eher platzen als ich. Solange er nicht noch andere Sachen hat. Muss ich halt ganz schnell meinen Schiffsrumpf wieder reparieren, meine Module, alles, Waffen. Weil die sind schon ein bisschen arg abgenutzt. Beziehungsweise sind schon durch meinen Rumpfschaden doch etwas beschädigt. Kann ich mit dem Laser auch angreifen? Nö, ne. Laser macht hier im Endeffekt keinen Schaden. Okay, wie es aussieht. Er verdübelt sich. Hat jetzt ein anderes Schiff im Visier. Ja, er hat ein anderes Schiff im Visier. Oh ja. Bumm. Da waren jetzt noch andere Schiffe dabei gewesen, aber. Ach doch, der Loot gehört mir. Was haben wir bekommen? Munition. Na gut, okay. Was? 5000 Credits? Recovered? Okay, gut. So, dann fliegen wir zur Station. Lassen uns reparieren. Wir sind doch schon ein bisschen arg mitgenommen. Ich denke mal, dass die Reparaturen jetzt da keine 80.000 Credits kosten. Mal schauen. Das wäre doch noch der Burner. Gut, klar, je größer ein Schiff ist, oder beziehungsweise von den Kosten her, sind auch dementsprechend die Temperaturen höher. Temperaturen, die Reparaturen höher. Ja, gut, okay, da ich 0% Energie habe, kann ich immer so einen kleinen Schub geben. So, okay. Schauen wir mal. Garage. Gut, okay, das geht ja noch. 1000 Credits. Das ist eigentlich schon in Ordnung. Ja. So. Refinery. Denn wir haben ein bisschen das bekommen. Achso, ja. Wie gesagt, ich habe knapp 2000 Cargo Base. Also, das Schiff wurde ja angegeben mit 1000 und jetzt 2000. Ja, okay. Kann man mal machen. So, die Munition werden wir auch mal wegschmeißen. Wir schauen mal hier. Wir haben hier den Afterburner. Basic Energy Armor. 10% Energy Resistance. 10% maximale Kapazität. Dazu nehme ich einen mit. Recharge Rate. Hey, das ist gut. Oh. Ach so, was? Ach Gott, der kostet 12.000. Habe ich das richtig gelesen? 12.000? Ja, genau. Oh. Schild-Extender, 10% maximale Kapazität. Ah, okay. Den Generator ist eigentlich auch nicht verkehrt. Moment, wieso habe ich jetzt den einen verkauft? Wir nehmen den mit. Verdammt. Das war jetzt ja wieder rausgeschmissenes Geld. Wir haben 774 und jetzt haben wir 851, das ist gut, das ist gut. Dann schauen wir einmal noch. Wir haben 12 Skillpunkte und zwar das Schiff. Beziehungsweise, wir haben ja jetzt in dem Fall Laserwaffen. Ja, gut, okay, wir können es nicht. Wir brauchen Geld, 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 Geld. Ich glaube, wir haben. Haben wir Beamwaffen? Ne, wir haben keine Beamwaffen. Die zählen als Light Laser. Naja. Light Laser, okay, das sind Beamwaffen. Meiner Ship. Turnspeed 10%.
50% maximal, Turnspeed unendlich viele, okay. Energy Systems, 10% mehr Energie. Ja, nehmen wir mit. Geht das auch bis Level 10 Maximum? Okay, aber das nehmen wir mit, definitiv. So, jetzt haben wir kein Geld. Wir schauen mal ein paar Missionen. Für 100.000 Credits, beziehungsweise 27.000. Ja, wir haben kein Geld mehr. Weil ich muss 27.000 Credits noch als Gebühr bezahlen. Okay. Das heißt, ich muss erstmal wieder etwas minern gehen. Schade eigentlich. Wir haben hier keine Piraten. Doch. Oh, wei, 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 wei. Wir düsen ganz, ganz schnell weg. Ja, die Piraten holen uns ein. Also, beziehungsweise die Raiders. Nee, doch nicht. Haben das aufgegeben? Okay. Gut. Ich muss hier ein bisschen ernten. Es bringt leider nichts. Deswegen nehmen wir uns mal diesen kleinen Brocken hier. Aktivieren unsere Laser. Und ja. Bis hier der Frachtraum voll ist, kann es doch etwas dauern. Sehr lange sogar. Weil, wie gesagt, fast das Doppelte an Frachtraum dauert etwas. Ich denke mal, dass ich hier eventuell wieder ein bisschen offscreen mache, ja. Also wieder etwas Geld verdienen. Ein paar hunderttausend Credits, ein paar Missionen. Also eigentlich hauptsächlich nur meiner Mission. Also, das bedeutet, ich würde jetzt eigentlich unbedingt jetzt hier gerade 2 Millionen auf einen Schlag verdienen, sondern wirklich, ich werde, sage ich mal, die langweiligsten oder ja, die langweiligen Parts machen. Also wirklich hauptsächlich nur meinen. Man bekommt da dementsprechend ein bisschen Geld raus, ja. Aber großartige Kämpfe gegen Großkampfschiffe will ich jetzt halt noch nicht durchführen, weil ja, ich würde so oder so platzen. Von daher würde ich sagen, war es das gewesen mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, bis denne. Tschüss.